Der Online-Tag der Intensivmedizin 2020 von BDA und DGAI. Ihre Geschichte aus dem Klinikum Wetzlar. Das Klinikum Wetzlar, nördlich von Frankfurt am Main. Auch hier wurden während der ersten Welle der Corona-Pandemie Covid-19-Patienten aufgenommen. Eine große Herausforderung. Zur Behandlung der Patienten wurden spezielle Stationen eingerichtet. Auch das Personal musste besonders geschützt werden vor dem Coronavirus. Die Bilder von den Intensivstationen in der Lombardei hatten alle eindrücklich vor Augen. Die Wetzlarer Kollegen erinnern sich. Corona hat dazu geführt, dass Abteilungen und das Personal in den Krankenhäusern näher zusammengerückt sind. Alle leisteten einen Beitrag, darunter auch die Angehörigen. Verwandte mussten darauf verzichten, ihre kranken Familienmitglieder besuchen zu können. Die Schwägerin einer Patientin erinnert sich. Wie befremdlich ist für Sie die Intensivmedizin mit all den Apparaten? Das ist für mich, auch wenn das Hightech ist, etwas Positives, was dem Menschen gegebenenfalls hilft zu überleben. Und deswegen finde ich nicht, dass der Mensch dadurch in den Hintergrund gestellt wird. Jetzt in der Corona-Zeit war vieles anders. Zum Beispiel gab es ein Besuchsverbot. Wie war das für Sie? Das war auf jeden Fall immer das Gefühl, dass man gehört wird als Angehöriger. Es kam nie das unangenehme Empfinden auf, dass man sich ausgeliefert gefühlt hätte. Auch nicht mit dem Menschen, der da lag. Hier wurde in dieser Misere irgendwo daran gearbeitet, dass das Vertrauen aufgebaut wurde, auch zu den Angehörigen. Sie haben sich gut aufgehoben gefühlt? Wir haben uns da sehr gefreut. Wir sind noch spät am Abend angerufen worden, 8:30, wenn irgendetwas war und wenn sie nur eine Cola wollte. Ich finde das toll, ich finde das menschlich. Und deswegen kommt auch die Apparatur hier in dem Fall in den Hintergrund. Man hat das Gefühl, es geht hier um den Menschen. Der Online-Tag der Intensivmedizin 2020 von BDA und DGAI mit der Kampagne Zurück ins Leben.